das Ding dann auch mit Netz zu versorgen, sag ich mal so. Vielleicht können ja die Päpste dieser Welt ja auch mal überlegen, ob das was für sie ist. Die Päpste? Der Taschenlampenpapst, der Taschenmesserpapst. Die ja, aber da besteht jetzt aber akute Verwechslungsgefahr, ne? Es gibt jetzt einen Taschenmesserpapst. Na, der Taschenlampenpapst ist ja der Herr Fri. Das ja, ist ja der Mensch mit den aber Taschenlampen. Aber ja, hier, ne? Haben genau. wir schon geworfen. Hm? Genau. Und der Taschenmesserpapst ist Herr Upigors. Ach nee. Hm? Ist Warte der mal. Nicht schon der Elektronikpapst? Taschenmesser minus... Oh, bei Papst verschreibe ich mich sowieso immer. B oder P, ne? Immer das Gleiche. Oh. B, Papst. Stimmt. In Sachsen ist es eher der Papst. Ja. Ne, eine eigene Adresse. Doch, taschenmesser-papst.de, der Online-Shop für hochwertige Taschenmesser. Das Logo wird sich verdammt gut machen auf unserem Auto, glaube ich. Ja. Unsere Grundfarbe ist auf weiß. Ja. Also, ne, gerade jetzt, wo man so eine Shop-Eröffnung ja hat, was der Taschenmesserpapst ja gerade hat. Also, dann ne, ist das der ein guter Moment, um wäre es so ja in den echt Markt ein klasse Moment, um da halt so ein bisschen. Und ich meine, Technik, also ich meine, wer, wenn nicht Herr Upigors? Und auch der Taschenlampenpapst kann natürlich, also Taschenlampen kannst du auch mal gut gebrauchen auf so einer Immer. Tour. Ne? Ja, klar. Ja, ne? Naja, also da müssen sie selber drauf kommen. Ja, ja, nee, wo wolltest du gerade hin? Zu der GPS-Uhr.